Liebe Damen und Herren, im Namen der MS-Gesellschaft und des Kantonsspital Aarau möchte ich Sie ganz herzlich zum ersten Webinar begrüßen. Mein Name ist Luana Pellegrini. Ich bin die Bereichsleiterin der Veranstaltungs- und Kongressmanagement und ich werde Sie in Kürze über den Ablauf dieses Webinars informieren. Und dann gleich im Anschluss werden wir uns nach Aarau schalten, wo wir dann unseren Referenten begrüßen werden, Herr Dr. Oliver Findling. Jetzt aber kurz etwas zum Ablauf. Sie werden in einigen Minuten, etwa 25 bis 30 Minuten, ein Referat hören zum Thema UTOF-Phänomen. Das Referat wird direkt aus dem Kantonsspital Aarau zugeschaltet. Im Anschluss an das Webinar haben Sie die Möglichkeit, über den Chat einige Fragen zu stellen. Unser Referent wird die Fragen dann direkt mündlich beantworten. Also das heißt, Sie reichen Ihre Fragen schriftlich ein. Natürlich geschieht alles anonym. Und unser Referent wird dann einige Fragen auspicken und sie dann entsprechend beantworten. Um etwa 18:40 Uhr, 18:45 Uhr sind wir dann bereits beim Abschluss. Ich werde mich dann nochmals ganz kurz zuschalten und Ihnen noch einige Informationen mitgeben. Und dann wäre dann auch schon das Ende des Webinars. Unser Referent möchte ich ganz herzlich an dieser Stelle begrüßen. Das ist Herr Dr. Oliver Findling aus dem Kantonsspital Aarau, leitender Arzt Neurologie. Wir werden uns jetzt dann gleich nach Aarau schalten. Herr Findling wird, wie gesagt, das Webinar leiten. Dieses Webinar ist in enger Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Aarau aufgegriffen worden und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich beim Kantonsspital Aarau auch für diese Zusammenarbeit bedanken. Dann werde ich jetzt gleich die Aufschaltung machen mit Herrn Dr. Findling. Und die Übergabe direkt Herrn Dr. Findling übergeben. Dankeschön, Herr Dr. Findling. Ja, vielen Dank, Frau Pellegrini, für die nette Einführung und für die Einladung. Liebe Zuhörer, ich werde jetzt in den nächsten Minuten etwas zum UTOF-Phänomen erzählen. Einige haben den Begriff vielleicht schon mal gehört, für andere mag das neu sein. Das UTOF-Phänomen ist etwas, das recht viele Patienten betrifft, vor allem im Sommer. Warum, das werden wir gleich sehen. Was ist eigentlich das UTOF-Phänomen? Nun, das beschreibt eine vorübergehende, kurzdauernde, meistens weniger als 24 Stunden andauernde Verschlechterung einer neurologischen Funktion bei Patienten mit einer multiplen Sklerose und das ist als Folge der Körpertemperatur. Erstmals beschrieben wurde dieses UTOF-Phänomen im Jahre 1890 von Wilhelm UTOF, das war ein Augenarzt, und dem fiel auf, dass Patienten mit einer multiplen Sklerose vor allem nach körperlicher Arbeit immer wieder eine Verschlechterung des Sehens beschrieben haben, die sich dann aber in der Erholungsphase wieder gebessert hat und er schrieb das dieser körperlichen Tätigkeit zu. Es war ihm damals noch nicht klar, dass das aufgrund der Erhöhung der Körpertemperatur geschieht, sondern er sagte damals, das sei eine Folge der körperlichen Tätigkeit. Und nach ihm ist dieses Phänomen benannt, ursprünglich eben als Verschlechterung des Sehens beschrieben. Welche Symptome können beim UTOF-Phänomen auftreten? Es ist eben nicht nur das Sehvermögen,
Es können letztlich alle Arten von neurologischen Symptomen auftreten. Das können Lähmungen sein, Gefühlsstörungen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, Sehstörungen, Spastik, Blasenstörungen, Gleichgewichtsstörungen, letztlich alles das, was auch bei einem MS-Schub auftreten kann. Dann kommt die Frage, wie viele Patienten haben das? Wie viele oder bin ich der einzige Patient, der an so etwas leidet? Nein, das haben sehr viele Patienten. Je nach Studie, die man anschaut, sind das 60 bis 80% der Patienten, die irgendwann einmal an einem UTOF-Phänomen klagen. Und es ist etwas weniger als die Hälfte der Patienten beklagt Symptome, die sie bereits kennen, von einem Schub, zum Beispiel von einer früheren Sehnervenentzündung. Und ca. 60% bemerken aber Symptome, die sie bisher nicht kannten, die bisher nicht im Rahmen eines Schubes aufgetreten sind. Warum tritt dieses UTOF-Phänomen auf? Nun, wie Sie alle wissen, oder es ist eine Kombination aus struktureller Schädigung des Nervs oder des Nervengewebes, wie es eben bei der MS auftritt, und einer temperaturabhängigen Änderung der Funktion. Wie Sie alle wissen, besteht der intakte Nerv ja aus so einer Hülle. Diese Hülle, die besteht aus Eiweißen und diese Eiweiße oder diese Hülle wird dann beim Moment, ich muss hier den Cursor nehmen, so. Und bei der MS ist diese Hülle einfach geschädigt. Und diese Hülle führt aber dazu, dass sich die Nervenimpulse sehr schnell über den Nerv bewegen können, während das bei der geschädigten Myelinhülle, bei der geschädigten Nervenhülle eben nicht mehr der Fall ist. Und zusätzlich zu dieser Schädigung kommt nun ein Mechanismus, nämlich der, dass durch diesen Temperaturanstieg, der im Körper stattfindet, Natriumkanäle, die für diese Erregungsleitung im Nerven zuständig sind, ein verschlechtertes Ansprechen zeigen. Und das führt dann letztlich in der Gesamtheit dazu, dass die Nervenimpulse schlechter geleitet werden. Es ist dazu keine wahnsinnig hohe Änderung der Körpertemperatur notwendig. Es reichen schon 0,5 Grad aus, um diesen Effekt auszulösen. Das ist also nicht viel, was es braucht, um diese Verschlechterung hervorzurufen. Viele Patienten fragen dann, ja, bilde ich mir das jetzt nur ein, weil das ist ja etwas, das hatte man früher nicht und andere Leute haben das auch nicht und das ist auch alles sehr schlecht fassbar für Außenstehende. Man trifft wahrscheinlich auch nicht immer auf so wahnsinnig viel Verständnis, möglicherweise auch in der Familie oder am Arbeitsplatz, dann heißt es, ja, es ist doch schön, wenn es warm ist. Was hast du denn? Nein, man bildet sich das eben nicht ein. Man kann das sogar messen. Das haben Kollegen von uns gemacht an der Klinik Valenz vor einigen Jahren schon. Die haben Patienten unter warmen und kalten Bedingungen getestet und haben Patienten Stromimpulse appliziert. Damit kann man die Integrität, also die Leitungsfähigkeit des zentralen Nervensystems messen. Und haben gesehen, dass also bei Patienten mit einer erhöhten Körpertemperatur die Nervenleitung, das ist hier in dieser unteren Kurve dargestellt, deutlich eingeschränkt ist im Vergleich zu einer Kontrollkurve. Also weniger als die Hälfte, dort waren es 36% der Impulse, wurden dort weitergeleitet. Und dann hat man diese gleichen Patienten gekühlt, das hat man gemacht, indem man sie in kaltes Wasser gesetzt hat, und hat nochmal gemessen. Und durch diese Kühlung konnte man dieses Defizit, dieses Leitungsdefizit vollständig aufheben und man sieht, dass bei den Patienten jetzt die Kurve praktisch parallel oder kongruent zu der Testkurve verläuft. Und das heißt, dass dort unter kühlen Bedingungen alle abgegebenen Impulse auch durch das Nervensystem weitergeleitet wurden. Also man kann dieses UTOF-Phänomen, diese Verschlechterung, die durch Wärme hervorgerufen wird, kann man elektrisch messen. Wann tritt dieses UTOF-Phänomen auf? Nun, ich hatte es schon gesagt, es ist die Folge einer Erhöhung der Körpertemperatur
Und dafür braucht es nicht viel. Es reicht ein halbes Grad, um dieses Phänomen auszulösen. Und die Ursachen können dann vielfältig sein. Das können zum Beispiel fieberhafte Erkrankungen sein oder auch nach Operationen kann das auftreten. Körperliche Aktivität, wenn Leute joggen gehen zum Beispiel, wandern oder auch wenn man nur in die Sauna geht, eben hohe Umgebungstemperaturen, vor allem im Sommer oder auch wenn man heiß badet zum Beispiel. Schwierig ist dann häufig die Unterscheidung, ja, ist das jetzt ein UTOF-Phänomen oder ist es ein Schub? Vor allem im Sommer kontaktieren uns viele Patienten und sagen, es geht ihnen seit einigen Tagen schlechter. Was kann das denn sein? Und das ist dann meistens oder häufig fragen wir dann, ja, wie ist es in der Nacht oder wie ist es, wenn Sie kalt duschen? Typisch ist eben, dass die Symptome vom UTOF-Phänomen verschwinden, sobald man die Körpertemperatur senkt. Und das ist im Sommer der Fall, zum Beispiel, wenn es in der Nacht dann kühler wird oder wenn man sich in klimatisierten Räumen aufhält oder wenn man nach dem Sport, wenn der Körper sich wieder abkühlen kann. Oder viele Patienten stellen sich auch im Sommer unter die Dusche und lassen kaltes Wasser über den Körper laufen. Oder wenn man Fieber hat, dann nimmt man fiebersenkende Medikamente. Und beim UTOF-Phänomen sollten die Symptome dann verschwinden, und zwar relativ schnell. Bei einem Schub bleiben sie aber bestehen, auch wenn man den Körper abgekühlt hat. Das ist so das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, um dieses UTOF-Phänomen von einem Schub zu unterscheiden. Die nächste Frage, die dann sehr häufig kommt, ist diese Hitze schädlich für mich? Immerhin geht es mir, wenn ich meinem Körper großer Wärme aussetze, geht es mir vorübergehend schlechter. Und viele Patienten haben dann Angst, wollen nicht mehr in die Sauna gehen, obwohl ihnen das eigentlich sonst gut gefallen würde oder nicht im warmen Wasser schwimmen oder so etwas. Und da kann man sagen, nein, dass diese vorübergehende Verschlechterung, die ist wirklich vorübergehend, sie führt nicht dazu, dass Schübe ausgelöst werden und die Verschlechterung bleibt auch nicht bestehen, sondern das geht alles wieder vorbei und man muss deshalb nicht die Hitze meiden. Viele Patienten machen das dann trotzdem, weil sie diese Symptome natürlich nicht spüren wollen. Aber wenn man damit umgehen kann, dass zum Beispiel in der Sauna das Sehen sich kurzzeitig etwas verschlechtert, dass das verschwommen wird oder so, dann ist es kein Problem, wenn man in die Sauna geht. Das Wichtigste ist nun, was kann man tun gegen das UTOF-Phänomen? Und da gibt es nur eins: Kühlung, Kühlung, Kühlung. Wenn man Fieber hat, dann sollte man das Fieber konsequent senken. Das kann man mit Medikamenten machen, zum Beispiel mit Paracetamol. Man kann Wadenwickel einsetzen, ein kühles Bad nehmen, das senkt ja dann das Fieber. Das ist relativ einfach, weil so eine fieberhafte Erkrankung ist ja etwas recht Umschriebenes. Im Sommer wird es aber schwierig, wenn die Leute auch arbeiten gehen müssen und wenn die Temperaturen über lange Zeit relativ hoch sind, so wie wir das jetzt wieder im letzten Sommer hatten. Naja, und was kann man machen? Also, wenn möglich, sollte man die körperliche Arbeit auf den frühen Morgen oder den Abend verschieben, sofern das geht. Man sollte sich konsequent vor Sonne schützen. Wo das geht, sollte man die Wohnung oder das Büro abdunkeln, dass sich die Räume nicht so sehr aufheizen. Natürlich gut durchlüften am Morgen und am Abend, dass die Hitze entweichen kann. Zwischendurch mal ein kühles Bad oder eine Dusche nehmen, sofern das möglich ist. Ich habe Patienten, die sitzen im Büro und stecken zwischendurch mal die Füße in kaltes Wasser. Das hilft wirklich sehr. Man sollte gekühlte Getränke zu sich nehmen. Und es gibt im Handel Kühlwesten und Kühlhosen, mit denen man den Körper kühlen kann. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen abenteuerlich, aber das wirkt. Auch das konnte man testen. Das war wieder in der Klinik Valenz. Dort hat man vor einigen Jahren bei Patienten getestet, den Effekt von Kühlhosen und Kühlwesten.
Man hat also Patienten mit einer gekühlten Weste untersucht und solche, bei denen die Weste nicht gekühlt war, und konnte sehen, dass die also in verschiedenen Tests, das ist so ein Kognitionstest und das ist ein Test für die Fingerfertigkeit und für das Gehvermögen. In praktisch allen Tests oder in den meisten haben die Patienten sich gegenüber der ungekühlten Gruppe signifikant verbessert. Also die Kühlung mit solchen Kühlwesten, das mag auf den ersten Blick nicht viel bringen oder ein bisschen komisch klingen, aber die Kühlung mit solchen Kühlwesten funktioniert wirklich und kann in gewissen Situationen sehr hilfreich sein. Die sind von verschiedenen Herstellern zu ganz verschiedenen Preisen zu erhalten. Ich habe hier mal zwei exemplarische ausgewählt. Ich muss sagen, ich habe mit keiner der Firmen da Erfahrung, aber Patienten berichten immer mal wieder, dass es eine Firma, die stellt diese auf Maßanfertigung her und dann gibt es verschiedene Qualitätsstufen natürlich auch. Zum Schluss habe ich noch einen Artikel gefunden aus dem Jahre 81. Es war früher so, bevor man also MRIs hatte und so weiter, wo man die MS praktisch sichtbar machen konnte im Gehirn, musste man sich natürlich auf andere Tests verlassen. Und neben der klinischen Untersuchung, wo man die typischen Untersuchungsbefunde erhoben hat, hat man die Patienten tatsächlich zur Diagnose der MS in warmes Wasser gesetzt und hat gesagt, wenn also diese Symptome und diese Untersuchungsbefunde da sind und es verschlechtert sich dann auch noch in warmem Wasser, dann muss es sich wohl um eine MS handeln, weil man diese Verschlechterung bei Wärme für die MS-Erkrankung für so spezifisch gehalten hat, was sie wohl auch ist. Und das war also in der Ära, bevor man MRIs hatte, ein offenbar weit verbreiteter Test zur Diagnose. Damit wäre ich jetzt schon am Ende. Ist jetzt etwas schneller gegangen als ursprünglich geplant, glaube ich. Aber ich werde jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Ein Zuhörer fragt, ich lese mal die Frage vor, ich stelle fest, dass Hausärzte, aber auch Neurologen, das UTOF-Phänomen nicht erkennen oder ignorieren. Was soll ich als Patient machen? Das ist wohl tatsächlich ein Problem. Man kann dem Hausarzt natürlich schlecht Vorschriften machen oder soll man das? Neurologen sollten das eigentlich in der Regel kennen und ansonsten muss man vielleicht doch mal mit einem MS-Zentrum Kontakt aufnehmen, wenn man sich beim behandelnden Arzt nicht richtig verstanden fühlt. Aber insgesamt ist das wohl etwas, das MS-Spezialisten eher kennen als Hausärzte. Das verwundert jetzt nicht. Und eine andere Frage ist, wie ist es möglich, dass ich das UTOF-Phänomen bei warmen Außentemperaturen nicht spüre, allerdings stark nach dem Sport? Ja, das berichten auch viele Patienten. Wahrscheinlich ist die Aufhitzung des Körpers beim Sport viel stärker, als wenn man sich warmen Temperaturen aussetzt. Da hat ja der Körper immer noch die Möglichkeit, sich selbst zu kühlen über Schwitzen und Wärmeabgabe und so weiter. Und wenn man körperliche Aktivität hat, dann ist diese Kühlung möglicherweise nicht mehr so effektiv. So würde ich das erklären. Es ist durchaus möglich, dass man das beim Sport spürt und nicht bei warmen Außentemperaturen. Die nächste Frage. Mir ist aufgefallen, dass Symptome beim Eindunkeln besser werden, selbst wenn die Temperaturen noch hoch sind. Hat Licht auch einen Einfluss? Das Licht selbst wird wohl keinen Einfluss haben, aber es ist natürlich so, dass wenn der Körper Licht ausgesetzt ist, dann wärmt er sich natürlich mehr auf, als wenn nur die Umgebung warm ist. Und das andere ist, ich hatte ja vorhin gezeigt, dass schon ein halbes Grad Unterschied, der bei der Körpertemperatur einen deutlichen Unterschied in der Funktion macht. Und wahrscheinlich ist das der Grund, dass der Körper sich nur um ganz wenige
Grad oder nur ein halbes Grad abkühlen muss, damit die Symptome schon verschwinden. Die nächste Frage ist, wenn die Verschlechterungen Laufen ist weniger gut, ist das dann ein Schub? Was kann ich tun, um das Laufen wieder zu verbessern? Eben, da ist es so, man muss erstmal schauen, ob sich die Symptome bessern, wenn es kühl wird. Und wenn man nicht sicher ist, dann muss man eben doch mit dem Neurologen Kontakt aufnehmen, weil ein Schub kann sich letztlich immer mal ereignen. Das ist leider so. Aber diese Unterscheidung, ob es sich bei Kühlung verbessert, ist in der Regel schon sehr hilfreich. Noch eine Frage: Inwiefern beeinflusst warm-feuchtes Klima das UTOF-Phänomen? Also die hohe Luftfeuchtigkeit beeinflusst es wohl nicht, aber eben die Wärme. Wenn ich mich richtig, die nächste Frage: Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Übertragung auch mit Natrium zu tun? Ja, das ist richtig. Kann man hier mit Nahrungsmittelergänzung entgegenwirken? Nein, das kann man wohl nicht, weil diese Natriumkanäle, die sind nicht von der Ernährung abhängig und der Körper ist darauf ausgelegt, und den Natriumspiegel im Blut konstant zu halten. Das heißt, wenn man viel Natrium zuführt, dann wird der Körper automatisch anfangen, das auszuscheiden. Der braucht einen Natriumspiegel immer in einem recht engen Niveau. Also das kann man leider nicht mit Nahrung beeinflussen. Noch eine Frage. Bei 3 Monaten Hochsommer kann ich nicht mehr erkennen, was ein Schub ist und was ein UTOF-Phänomen. Das ist leider so. Das haben wir diesen Sommer auch festgestellt. Wir haben Patienten, die zu uns kamen, wo wir MRIs gemacht haben und so weiter, weil es konstant schlechter war jetzt bei diesen heißen Temperaturen, und jetzt seit einigen Wochen melden sich die Patienten und sagen, es geht ihnen deutlich besser. Ich fürchte, da hilft nur, dass man sich in kühler Umgebung aufhält, soweit das überhaupt möglich ist. Das ist leider eine Last, mit der MS-Patienten leben müssen, wenn jetzt die Temperaturen so hoch sind im Sommer. Sollte ich im Winter nicht zu warm anziehen? Ich denke, man kann sich so warm anziehen, dass man sich wohlfühlt. Zu warm sollte man sich ja nie anziehen, aber frieren sollte man deshalb auch nicht, weil dann erkältet man sich und das ist sicher nicht so gut. Also man sollte sich so anziehen, dass man sich wohlfühlt. Ich lese gerade noch ein paar Fragen. Wieso spüre ich den UTOF mehr bei hoher Luftfeuchtigkeit? Ich würde das gern verstehen. Das ist eine gute Frage. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass Luftfeuchtigkeit bisher keinen Einfluss auf das UTOF-Phänomen hat. Ein Physiker würde jetzt vielleicht sagen, dass Wärme, also hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit oder Wasser, ist ein besserer Wärmetransporteur, der möglicherweise eine bessere Aufheizung des Körpers verursacht. Aber Wasser oder Feuchtigkeit per se sollte das nicht bedingen. Gibt es auch Exoskelett-Kühlhosen? Exoskelett-Kühlhosen. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Also es gibt Kühlhosen und die werden nach Maß angefertigt. Dann, ich nehme einen Kaliumkanalblocker, hat das einen positiven Einfluss? Das hat wahrscheinlich gar keinen Einfluss, weil diese Kaliumkanalblocker sind eben Kaliumkanalblocker und nicht Natriumkanalblocker. Das sollte auf das UTOF-Phänomen nicht so viel Einfluss haben, aber wir wissen, dass diese Kaliumkanal modifizierenden Medikamente grundsätzlich einen Einfluss auf die Beweglichkeit haben. Das gibt es. Ich lese noch ein paar Fragen. Wie ist Fatigue vom UTOF-Phänomen zu unterscheiden? Nun, Fatigue ist ja ein Symptom und Fatigue kann im Rahmen eines UTOF-Phänomens auftreten. Insofern kann man das nicht so richtig unterscheiden. Wenn die Fatigue durch Wärme hervorgerufen wird, dann sollte sie sich bessern, wenn die Umgebung oder wenn sich der Körper wieder abkühlt. Und noch eine Frage: Ich schwitze in der Nacht mehr, seit ich MS habe. Steht das im Zusammenhang mit UTOF? Also das UTOF-Phänomen führt nicht
zu vermehrtem Schwitzen, sondern das Schwitzen ist Ausdruck einer erhöhten Körpertemperatur und würde vielleicht das Uthoff-Phänomen auslösen, aber die MS sollte eigentlich nicht zu vermehrtem Schwitzen führen. Da sollte man vielleicht nochmal mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Kann man zum Beispiel mit regelmäßigem Sport den Körper trainieren, um eine Verbesserung des Phänomens zu erreichen? Da wäre ich jetzt eher skeptisch, ehrlich gesagt, weil das ist ja auf eine Schädigung der Nervenfasern zurückzuführen, die man möglicherweise mit Sport nicht beeinflussen kann. Und gibt es einen Effekt zwischen Stress und Uthoff? Ist mir nicht bekannt, außer dass man bei Stress vielleicht eher ins Schwitzen kommt und dadurch dann das Uthoff-Phänomen auslöst. Diesen Mechanismus kann man möglicherweise herstellen. Ja. Es gibt ja Personen, die, sobald sie in stressige Situationen kommen, sehr anfangen zu schwitzen. Das könnte man sich vielleicht vorstellen. Ja. Im Moment gibt es jetzt hier keine weiteren Fragen. Deshalb würde ich vielleicht an Frau Pellegrini von der MS-Gesellschaft mal zurückgeben. Ich versuche nochmals den Kontakt aufzunehmen. Ich hoffe, Sie hören mich. Ich überprüfe das zurzeit mit meinen technischen Kollegen. Das scheint jetzt zu klappen. So gut. Nochmals recht herzlichen Dank, Herr Dr. Findling, für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Referat. Herzlichen Dank dafür. Ja, noch zwei, drei weitere Informationen für Sie, liebe Teilnehmende. Falls Sie jetzt im Nachhinein doch noch weitere Fragen zum Thema Uthoff-Phänomen haben oder auch sonstige Fragen auftauchen, unser Beratungsteam steht Ihnen täglich von Montag bis Freitag über unsere MS-Infoline zur Verfügung, jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr. Sie können sich aber auch jederzeit für einen Termin bei uns melden, für eine Videoberatung, auch über die Telefonnummer der Infoline oder auch per E-Mail sich an uns wenden. Dann noch ein kleiner Ausblick. Das nächste Webinar steht in einigen Wochen an, auch wiederum in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Aarau, nämlich am 31. Oktober, auch wiederum von 18 bis ca. 18:45 Uhr. Das Thema wird sein Neuigkeiten aus dem Fachkongress ECTRIMS. Das sind dann jeweils wirklich Informationen aus erster Hand über den wirklich aktuellen Stand der MS-Forschung. Also bestimmt auch ein sehr spannendes Thema. Wenn Sie also Lust haben, sich auch wieder zuzuschalten, begrüßen wir Sie natürlich sehr herzlich. Das Referat wird dann von Dr. Lutz Achtnichts gemacht.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Teilnehmende, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich zugeschaltet haben. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich werde das Webinar jetzt abschließen und gleichzeitig wird auch der Chat in diesem Moment geschlossen. Einen schönen Abend miteinander. Auf Wiedersehen.